herzlich willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2. Die Auserwählten sind Geschichte. Wir haben alle drei besiegt. Und schon bald werden wir alle ihre Waffen in Händen halten. Alien-Legierung und Kristalle. Mensch, das könnten wir tatsächlich gut brauchen. Aber waren wir nicht gerade mit irgendwas Wichtigem beschäftigt? Nee, eigentlich nicht. Wir wollten das Avatar-Projekt abwenden, weil das auf großen Schritten immer näher rückt. Und wir kommen schon langsam, wir kriegen schon langsam echt Probleme, wenn wir uns nicht beeilen. Aber die Alien-Legierungen könnte ich wirklich sehr gut brauchen. Ranger, 7 Tage. Versuchen wir es mal. Wird schon gut gehen. Ich bin mir sicher, wenn wir die nächste Story-Mission machen, diese Advent-Fabrik hier angreifen, und das könnten wir jederzeit tun, wirft es das Avatar-Projekt zurück. Also ich hoffe es zumindest sehr. Neue experimentelle Rüstung, Gefahrengutweste. Durch verstärkte Nanoschuppen, Spezialisierung, Gesundheitsschub, völlig immun gegen Feuersäure, Gift. Danke. Haben wir Kristalle? Wollen wir noch irgendwelche experimentellen Sachen herstellen im Testbereich? Vielleicht noch eine experimentelle Granate mal zur Abwechslung, oder? Klingt gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Cool, mach das. Und wir scannen hier weiter. Da das ganz gut funktioniert hat, sollten wir vielleicht so weitermachen, Commander. Ah, Illyrium-Kristalle. Ich hätte gehofft, die bringen uns jetzt Legierung. Es hieß nur Alien-Materialien. Man wusste nicht was. Intelligent erhöhen, Widerstandskontakte plus 1 ist eigentlich nicht schlecht. Ein Schnitter ist auch ganz nett, aber naja. Einrichtungshinweis, Kameradschaft formen. Große Entschlossenheit, leicht verwundete Soldaten können in den Kampf geschickt werden. Oh, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, aber naja. Höhere Regionseinnahmen, na ich weiß nicht recht. Wie viel Information haben wir denn? Nicht mehr viel. Information könnten wir brauchen. Und der Soldat, der das hier macht, kriegt plus 1 Mobilität. Was gibt's denn für Soldatenbonis? Plus 7 Ausweichen? Nicht schlecht. Plus 5 Hacken. Das finde ich gut. Ich glaube, das müssen wir fast machen. Takura kann leider nicht. Aber, warte mal, haben wir irgendeinen Spezialist, der da gehen könnte? Weil ich will schon, dass ein Spezialist geht. Ja, aber nur Scout. Ach, Scout, das zählt ja quasi nicht. Nee, da machen wir das jetzt nicht. Plus 1 Mobilität. Ah, Soldat wird sofort befördert, wenn wir das machen. Und wir kriegen noch einen Schnitter. Warum nicht? Dann machen wir das halt. Und dann schicken wir Blackman Army, der dann sofort zum Colonel wird. Yeah, dann haben wir einen Colonel Ranger. Das ist schon ziemlich cool. Und wen schicken wir mit zur Unterstützung? Hat Blackman Army eigentlich schon einen Freund? Hat der schon eine Bindung zu irgendjemandem? Ja, natürlich. Und zwar zu Volki. Mal schauen, ob Volki verfügbar ist, dann kann der mitkommen. Mein Freund und ich, wir sind gespannt. Ja, los geht's. Die Ranger sind wieder am Start. Okay. Wir erledigen das. Keine Sorge, Commander. Eben, da verlasse ich mich drauf. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Schon wieder? Den Bildschirm. Commander, es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Du bist echt ein Arsch, nur weil das Avatar-Projekt ein bisschen fortgeschritten ist. Aber guck mal, was ich alles gemacht habe. Die Auserwählten sind alle tot. Guck, tot. 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 Na, da sagst du nichts mehr. So, was gibt's denn? Was hat denn Advent heute wieder Schönes vor? Die Auserwählten leiden nicht mehr unter Schwächen. Aha, das können die gerne machen. Wir haben mehr Sprengsätze, ist mir egal. Feindtechnologie und Psi-Verteidigung sind verdoppelt. Ich glaube, das mag ich nicht. Und das lassen wir erstmal, wie es ist. Und die Vorräte, die holen wir uns jetzt. Ja, okay, dann machen wir hier erst fertig. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander.
Die Alienwaffen sind da. Nachtkralle und Nachtlanze. Und jetzt holen wir uns gleich noch die Hexerwaffen, oder? Und dann erforschen wir wieder normale Technologie. Ich werde sofort mit der Forschung beginnen. Ich bitte doch sehr darum. Am besten gestern. Ah. Hä? Ist der Polun jetzt schon fertig trainiert, oder wie? Ist der jetzt schon perfekter? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre ziemlich schnell gegangen. Sag bloß, du bist jetzt schon irgendwie Super Psi-Overlord. Das glaube ich nicht. Psi-Soldat. Der ist angeschlagen für 11 Tage. Wahrscheinlich kann er deswegen gerade nicht weiter trainieren. Nee, der kann noch einiges lernen. Eben. Na gut, dann müssen wir eben warten. 11 Tage angeschlagen ist nicht gut. Hey, Ausbildung fortsetzen. Ja, sie kann wirklich weiter lernen. Sie wird immer besser und besser. Zu Polunis ein Loser. Erzeugt ein explosives Feld aus psionischer Energie, das alle darin befindlichen... Was? Befindliche beschädigt. Organische Gegner erleiden möglicherweise Wahnsinn. Hört sich nett an. Säurebomben. Danke. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Yeah. Hexerwaffen. Disruptorgewehr ist nun verfügbar. Wuhu. Trotz seiner Fixierung auf die Psi-Kraft trug selbst der auserwählte Hexer für Notfälle ein traditionelles Gewehr oder so bei sich. Schön. Okay, also inspiriert werden sie für dieses Data-Pad. Ich glaube, dann kriegen wir Infos. Infos könnten wir eh brauchen. Wenn sie da schon inspiriert sind, machen wir das halt schnell. Ist okay. Dass sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Wirklich. Strategische Ressource gefunden. Jawohl, Alien-Legierung erhalten. Das ist gut. Und jetzt holen wir uns unsere... Nein, jetzt holen wir uns unsere Vorräte. Aber dann müssen wir unbedingt was gegen das Avatar-Projekt unternehmen. Spätestens. Eigentlich ist es schon zu spät. Eigentlich hätten wir schon lang müssen. Aber die Vorräte holen wir uns noch. 3 Tage wird doch wohl noch Zeit sein. Ah, wir können einen Überfall auf Advent machen. Codex schwerer Machphantom Sektopod. Oh, Sektopods. Operation lodernder Dorn. Was machen wir denn? Irgendwas klauen oder so? Los geht's. Kurs auf Indonesien. Klauen wir Advent irgendwas in Indonesien? Das klingt doch nach Spaß. Spaß, 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 Spaß. So, du darfst nicht mitkommen. Du bist kein Hauptcharakter. Du auch nicht. Immer diese Nebencharaktere, die sich aufdrängen wollen. Nehmen wir doch noch den Wyrex mit. Der ist fit und cool. Und Mox. Warum denn nicht Mox? Automatische Verteidigung. Hohe Konzentration von robotischen Gegnern. Dann ist es gut, dass wir wenigstens 2 Hacker dabei haben. So, jetzt warte mal kurz. Wir müssen Ausrüstung und alles verfügbar machen. Und wir müssen einkaufen. Shopping. Weil ich hätte echt gern die Waffen der Oberlords. Oder haben wir die schon automatisch? Muss ich die gar nicht mehr kaufen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das war mit der anderen. Aber es kann sein, dass wir die einfach jetzt haben, ne? Könnte schon sein. Das wäre schon... Wäre dufte. Schauen wir mal. Rüsten wir mal aus, was hier so rumsteht. So ein Mox zum Beispiel. Aber den müssen wir eh nicht ausrüsten. Nimm vielleicht die EMP-Bombe du mit. Nee, die EMP-Bombe nimmt unser Grenadier mit. Nimm du die Bluescreen-Geschosse. Der Falkos. Der kriegt den schweren Anzug. Das da. Den da.
Shredder-Kanone. Vielleicht eine Säurebombe plus zwei EMP-Bomben. Ach ja, wir haben irgendwelche Stimulantien, ne? Was waren das denn gleich nochmal für Stimulantien? Plus 20 Ausweichen, ja? Das wäre was für einen Ranger, aber da haben wir jetzt, glaube ich, gar keinen dabei. Für dich aber eigentlich auch. Der steht auch viel in der Gegend rum. Theoretisch könnte der auch Ausweichen brauchen. Der hat auch noch keine. Na dann. Warum denn nicht? So, du bist sowieso immer ausgerüstet. Euch beide müssen wir noch ausstatten. Also. Schlangenanzug. Oh yeah. Disruptor-Gewehr. Was kann denn das, was so ein Plasma-Gewehr nicht kann? Also, der Schaden ist gleich. Die Magazingröße ist ziemlich groß. Wir haben eine hohe Treffsicherheit, eine hohe Chance auf Bonusaktion und trotzdem, trotz Fehlschuss, 3 Schaden. Es ist einfach ein sehr gut aufgerüstetes Standardgewehr. Standard-Plasma-Gewehr im Grunde. Finde ich cool. Nehmen wir mal mit. Einfach nur, weil wir es können. Und natürlich ein Medikit. Und dann noch der Wirex. Der kriegt den Spinnenanzug, den Plasmabolzenwerfer und auch ein Medikit. Warum nicht? In der Mission können wir sehr viel heilen. Ist doch cool. Na gut, dann sind alle ganz gut ausgerüstet. Gegen Roboter sind wir gut vorbereitet und es kann losgehen. Mich wundert es, dass wir bis jetzt nur den Schlangenkönig getroffen haben. Es gibt ja noch 2 andere experimentelle Superwaffen. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Ja, Entschuldigung, muss mich schnell anders hinsetzen. Es gibt ja noch 2 andere experimentelle Superkreaturen. Und wenn wir die besiegen, können wir auch deren experimentelle Superanzüge kriegen. Das ist dann eigentlich schon cool, oder? Wenn wir aus den 3 experimentellen Super-Aliens Anzüge schneidern und dann noch die Waffen von den auserwählten Super-Assassinen nehmen und dann so treten wir dann den Ältesten gegenüber im Endgame. Das ist schon ziemlich cool. Wenn wir deren Waffen nehmen und zu unseren Waffen machen. So macht man das als Widerstandsgruppe. Einer unserer Widerstandskontakte hat uns von einem Advent-Transporter berichtet, den sie lahmlegen konnten. Er gehörte zu einem größeren Konvoi. Advent-Sicherheitskräfte sind schon auf dem Weg, um ihr Material zu sichern. Doch vielleicht kommen wir ihnen zuvor. Wir müssen das Gebiet sichern, die Ausrüstung bergen und feindlichen Widerstand ausschalten. Machen wir. Klingt leicht. Lodernder Dorn. Operation Lodernder Dorn beginnt. Wir werden irgendwas bergen oder so. Ah, ist das wieder so eine Kistenklau-Mission? Ich hasse es, da hat Advent beim letzten Mal so gecheatet. Das hat mich echt genervt. Mal schauen, ob die heute wieder so cheaten. Oder ob das überhaupt eine Kistenklau-Mission ist. Wer weiß. Menace 1-5, der lahmgelegte Advent-Konvoi ist direkt voraus. Angreifen und alle Feinde ausschalten. Wir haben unsere ersten Scans bestätigt, Commander. Achten Sie auf Roboterfeinde in der Nähe dieser Position. Roboterfeinde. Okay, rücken wir mal ganz schnell super stark vor. Wir sind eh versteckt. Wird schon gut gehen. Oh oh, und wir wurden entdeckt. Oh mein Gott, die meinen, also, wenn die sagen Roboterfeinde in der Nähe, dann meinen die aber auch Roboterfeinde in der Nähe, oder? Eine Riesenarmee. Bin unterwegs. Aber wir könnten nicht nur hacken. Hacken wäre sowieso gut. Aber man könnte, solange die so nah zusammenstehen. Ah, so weit kommt die Drohne leider nicht. Bei 5 bis 8 Schaden. Roboter-Einheiten erleiden mehr Schaden. Bam, könnte man da gleich mal reinhauen, oder? Man könnte natürlich theoretisch schon. Bin auf dem Weg. Lass mich mal gucken. Ich brauche mal den Falkos, bitte. Order's confirmed. On the move. Leih doch bitte mal dem Sakurak den Zug von dir.
weil jetzt dürfte das von der Reichweite her wahrscheinlich hinhauen. Dann könnte man halt die Gruppe gleich mal extrem schädigen. Aber das ist noch nicht genug wahrscheinlich. Ich bringe mal noch ein paar in Position. Er könnte nachher mal einen Hackversuch starten dann. Ah, ich habe ja sie, ich habe ganz vergessen, dass ich Dragunova dabei habe. Die hätte er am Anfang aufdecken können. Aber jetzt... Ah, mal schauen, ob die mit Fernzünder was sind. Nee, leider nicht. Na gut, dann gehen Overwatch. Machsamkeit liegt mir im Blut. Genau, das meine ich ja. Overwatch-Samkeit. Liegt mir wach. Dich lasse ich mal noch nicht overwatchen. Ja, wisst ihr was, machen wir mal den Super-Drohnenangriff und dann schauen wir mal, wie viel extra Schaden Roboter wirklich kriegen. 5 bis 8, dann erwarte ich aber 10 bis 16 oder so. Mal schauen. Volle Ladung! Insgesamt dürfte es auf jeden Fall sehr viel Schaden anrichten, auf alle Gegner verteilt. Sie können uns sehen! Durch die Rüstung weniger. Aber hey, immerhin. Alle ein bisschen geschädigt. Lohnt sich der Kodex jetzt schon eigentlich? Nö. Überraschenderweise nicht. Was gehen die jetzt alle in Overwatch? Achso, der aktiviert sich jetzt erst. Ja, alle Overwatchen. Na gut, dann werden wir mal hacken versuchen. Den holen wir uns! Wäre schon gut. Wäre schon cool. Weil wenn die jetzt alle in der nächsten Runde ihre Raketen schießen, das wird nervig. Wird nervig werden. Aber hoffentlich können wir es verhindern. Nein, das können wir sowas von nicht verhindern. Schade. Tja. Das geht ja gut los. Weiterhin aktiv. Ach was. Aber... Mit einem... Nee. Aber... Kämpfe weiter! Geben wir halt Zakorak noch einen Zug. Der kommt jetzt einfach so lang dran, bis alle tot sind. Mit Gefechtsprotokoll könnte er wahrscheinlich einen Roboter ausschalten. Er könnte aber auch nochmal einen Hackversuch auf einen anderen Bot unternehmen. Holen wir uns diesen Bot! Vielleicht hat er mehr Chancen. Oder mehr Glück. Ja! War das knapp. Sehr schön. Gut. Wir bräuchten jetzt echt mal die MK3-Drohnen, damit wir besser hacken könnten. Das wäre schon gut. So, einer davon gehört immerhin uns. Schon eine Massen-Hack-Attacke wäre auch ziemlich gut. Einer davon gehört uns. Ich hoffe jetzt, dass der ein bisschen Feuer auf sich zieht. Und nicht alle auf Benediktus schießen. Aber der erste Schuss geht zumindest schon mal daneben. Die Invasoren. Ha, jetzt kriegt er sogar den Feuer-Overwatch-Modus ab. Aber voll daneben leider. Schade. Wo gehst du denn hin? Schieß doch auf den bösen Roboter da hinten. Und nicht auf die hilflosen Kerle da unten. Ah, bist du nervig. Muss das denn sein? Anscheinend muss es sein. Oh, da kommen schon die Nächsten. Nano-Guy und Codex-Frau. Zwei sogar. Die Codexen. Nano und die Codexen. Das wäre eine gute Band. Guter Bandname. Ah, sie haben mich erwischt! Ja, jetzt hört doch aber auch mal auf. Was soll denn das jetzt? Ist doch jetzt unfair. Sie wollen meinen Glauben. Ihr seid alle so blöd. Hört doch auf mit dem Blödsinn. Gott, geh mir die auf die Nerven. Ich koche hier schon! Guckt euch das mal an, wie die Wyrex jetzt schon wieder in der ersten Runde gleich weggeschossen haben. Ihr kriegt jetzt gleich mal eine super Heilung. Und dann darf er nochmal super angreifen. Damit kann man arbeiten. Na, oh, der lebt leider noch. Abgeprallt! Du darfst einen Tarnschuss machen. Ach so. Na gut. Der Zeitpunkt ist gekommen. Sehen Sie sich das an. Perfekt. Perfekt. Kehrt zu deinen Göttern zurück. Perfekt. Perfekt. Du kannst auf gar keinen schießen, weil du noch nicht so weit vorn bist. Das war jetzt auch dein Glück gerade in der letzten Runde.
Ach so, er hat trotzdem Schaden abbekommen. Naja, gut. Wie wär's mit... Super. Da müssten wir erst unseren Templer ein bisschen wegbewegen. Aber der könnte ja vielleicht den da hinten angreifen, so dass auch... Ja, so machen wir es. Ich kämpfe für meine Leute. Das ist cool. Aber ich glaube, das machen irgendwie alle, die kämpfen. Also, verdammte so, Rüstung. Ne? Das machen auch unsere Feinde, insofern. So, vorsichtig, dass wir die wertvolle Ladung nicht beschädigen. Sondern nur die beiden. Jetzt heilen wir erstmal nochmal. Genau. Doppelangriff. Das hört sich doch gut an. Dann versuchen wir nämlich den zu killen. Mit dem neuen Gewehr. Schön. Und nochmal. Yeah. Cool. Target eliminated. Cool. Und jetzt kann er nämlich den anderen mit seinem eigenen Zug nochmal kaputt schießen. Hoffentlich. Ja, das war ziemlich gut. Dieser Freundschaftsdoppelangriff ist schon sehr cool. Kann man nichts sagen. Cool, Mox, mach das bitte. Aber von hier aus kannst du auch nichts machen. Dann gib doch ihm deinen Zug noch. So, und jetzt kann er nämlich... Es wäre cool, wenn das irgendwie so gehen würde, dass ich mit der Welle den Roboter treffe, aber das geht irgendwie nicht so wirklich. Dann machen wir es doch so, wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, warum die Kamera so komisch ist, aber das dürfte jetzt hoffentlich hinhauen. Okay, der Roboter ist weg. Der andere wurde nochmal ein bisschen beschädigt. Und wir können nochmal auf Parieren gehen. Na, ich schätze mal, der kann nicht parieren, dass ihm die Seele geklaut wird. Verdammt. Da habe ich nicht dran gedacht. Ob der auch Robotern die Seele klauen kann? Ich meine, ich weiß ja nicht, was da wirklich passiert. Seele klauen ist ja nur so eine Metapher von mir, die ich benutze, weil ich nicht weiß, was der wirklich macht. Nanokopien aus deren Lebensenergie herstellen. Oder so. Ja, schießt alle auf den Roboter. Das ist nämlich gut, weil der muss eh ein bisschen geschwächt werden, weil der ist nicht ewig gehackt. Nö, auf den Roboter. Ach nee, einen Ziehsturm, der so ziemlich alle meine Leute jetzt irgendwie beeinflusst. Oder zwei. Nervig genug. Na gut, Leute, wir müssen jetzt die Folge leider hier an der Stelle dringend beenden. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Beim nächsten Mal werden wir die Mission hier, glaube ich, ziemlich sicher erfolgreich zu Ende bringen. Aber es ist schon nervig hier, was die uns so entgegenwerfen. Was looten wir? Ihnen Kieren. Okay, cool. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.